Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video zu Disney Dreamlight Valley. Die gute Eve fühlt sich immer noch nicht ganz wohl, weshalb wir eine zweite Liste mit möglichen Gefahren zusammengestellt haben, um diese ebenfalls zu fotografieren, damit sie sich dann hoffentlich endlich sicher fühlt. Die Frau mit langem, geflochtenem, blondem Haar ist eindeutig Rapunzel. Das deplatzierte Boot hoch oben im Dschungel findet ihr hoch oben auf einer Felsformation im Hain. Es lässt sich sehr gut von der ursprünglichen Position des Schnellreisebrunnens im Grasland fotografieren. Eine Pflanze mit sehr spitzen Zähnen findet ihr im wilden Dschungel. Es handelt sich dabei um die grüne oder lila Fliegenfalle. Für das Motiv, ein Mann mit einem unfassbar dicken Hals, müsst ihr einfach nur Gaston fotografieren. Um eine Schlange fotografieren zu können, geht ihr entweder einfach in die Wüste und fotografiert eine, die sich gerade an euch vorbeischlängelt, oder ihr habt bereits eine mit Eiern gezähmt. Und dann nehmt sie als Begleiter mit und fotografiert euch mit eurem Begleiter. Das Motiv, ein Wasserfall aus Sand, habe ich aus Versehen zusammen mit Gaston fotografiert, weil das Wasser im Hintergrund der obere Teil des Gefälles ist. Richtig zu sehen ist der Wasserfall aus Sand aus seinem provisorischen Lager, oder auch Gastonia genannt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. Denkt auch unbedingt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keins unserer Videos aus dem Bereich Tipps, Tricks und Trophys zu verpassen oder wenn eines unserer Abenteuer weitergeht oder ein ganz neues beginnt. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.